Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge City Skyline Snowfall Baranien. So, und jetzt gucken wir mal. Die sind natürlich wieder alle am Schreien. Die wollen natürlich aber auch alle wieder nur das eine. Natürlich die Bürogebiete, woran ihr schon wieder alle denkt. So, was haben wir denn hier? Ja, hier könnte man theoretisch auch noch ein paar Bürogebiete hinbauen. Die wollen alle nur Bürogebiete. Das ist doch sowas von krank. Die wollen nichts anderes. Das ist das Problem, wenn man so viele... Also das Problem habe ich bis jetzt noch nie gehabt. Aber es gibt so viele... Also ich habe überall nur diesen Bildungsschub, mehr oder weniger. Überall, wo... Ja, wo es halt Hochhäuser und so gibt. Wo es Wohnungen gibt und so, habe ich... Ja... Habe ich nur diesen Bildungsschub. Was ist denn jetzt hier unten? Können wir die jetzt eigentlich auch mal endlich anmachen? Müsste doch jetzt langsam auch funktionieren, oder? Der Strom müsste doch schon längst da sein, oder? Ja, der Strom ist da. Jo. Die wollen einfach alle nicht. Die wollen nicht. Das ist, da kannst du machen, was du willst. Aber ich mache jetzt auch, was ich will. Ich mache mir jetzt hier nochmal ein ganz großes Gebiet. Was nur eins hat. Und zwar... Zweispurige Straße mit Straßenbahngleisen, natürlich. Das ist erstmal das Erste, was es hat. Weil ihr wisst ja, ich liebe Straßenbahnen. Und deswegen muss das jetzt auch so vonstatten gehen. Es geht nicht anders. Also, bis nach hier bauen. Dann nach hier. Und nach hier. Und hier wird dann eine Viererstraße draus gemacht mit... Anbindung nach da. So, das wird eine einfache, kleine, süße Straßenbahnlinie. Und damit zusammenhängt, bauen wir ganz viele kleine Nebenstraßen. Und hier werden überall, selbst wenn es nur kleine Häuser sind, hier werden nur Wohngebiete hingepflastert. Das ist mir jetzt sowas von Wayne. So, eins. Zwei. Drei. Vier. Jetzt machen wir hier auch noch so eine... Oh, das tut mir aber leid. Jetzt sind sie wieder alle... Guck dir das mal an, wie die jetzt schon wieder alle... Wie die schon wieder alle rumheulen sind. Aber ist noch nicht viel passiert. Ich habe nur mal ganz kurz eine kleine Straße gebaut. Aber nein. Sind die wieder alle am Heulen, ey. Wie so ein Kleinkind. Aber Mama, ich wollte doch schon die ganze Zeit den Lolli. Den hast du mir versprochen. Ja, Kitty. Komm mal klar, ey. Wir sind hier nicht bei Wünsch dir was. Wir sind ja so bei. Wir sind ja bei. So ist es. So und nicht anders, mein Mädelchen hier. So und nicht anders. So. Dann machen wir hier. Hier nochmal so hoch. Dann machen wir hier nochmal so ein. Hier kommt jetzt überall nur.
Ja, da ihr sowieso nicht wolltet, kann ich ja auch direkt mal hier eine Straße hinbauen, die dann da direkt so runter geht. Damit hier nicht jeder nur noch am Rummeckern ist. So. Dann schauen wir mal. Ich wollte das hier. So. Wir haben Probleme mit Müll, willst du mir sagen? Nö, nur die. Ja, nur die, sonst keiner. Komm, dann machen wir eine ganz kleine Straße, die dann hier runter geht, so. Minus 4000. Warum jetzt minus 4000? Ach, ihr könnt mich doch mal. So, ich guck da nicht drauf. Ich mach keine Miese. Ich mach absolut keine Miese. Es ist alles in Ordnung. So. So. Okay. Der Strom ist es. Warum jetzt schon wieder? Wie schaut es aus mit dem Wasser? Da ist noch alles in Ordnung. Gut. Irgendwas ist hier doch los, Mensch. Wir werden den ganzen Fluss zutackern hiermit. Ist halt so. Kann ja auch nichts dran machen. Ein Gebäude ist abgebrannt. Nein, das ist... Erzähl mir mal was Neues. Und der hat kein Wasser da unten. So ein... So eine Schande aber auch. Aber gut, dass wir sowieso hier ein bisschen was bauen müssen, weil... Wir wollten hier ja... noch ein paar Wohnungen bauen. So. Die werden das nicht brauchen. Aber es will ja auch keiner. Ganz ehrlich. Es will ja aber auch keiner. Wirklich absolut keiner. Es will keiner. In der Landwirtschaft arbeiten. Die wollen mich doch alle einfach nur veräppeln, echt ernsthaft. Ernsthaft. So, 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 so. So, so. So, so, so. Und so. Das ist echt der Hammer, wie hier immer noch so viel nicht besetzt ist, oder? Ist das. Das ist noch nicht besetzt? Nee, da ist überhaupt nichts. Oh, wie mich das gerade irgendwie ankotzt. Gut, wir schauen mal. Karottenhügel. Da müssten wir irgendwas an den Richt. Irgendwas müssen wir. Besteuerung. Haustierverbot, Stromverbrauch. Den Karottenhügel müssen wir noch ein bisschen nach da ausweiten. Er hat sich ja jetzt irgendwie ein bisschen vergrößert. Gut. Karottenhügel. Wir müssen da unbedingt. Irgendwas müssen wir da machen. Ich weiß noch nicht was. Zusatzinsolierung. Dank der zusätzlichen Isolationsschicht in ihren Wänden und Dächern benötigen Gebäude zum Heizen weniger Energie generieren, aber wegen der höheren Bau- und Wartungskosten
Geringere Steuereinnahmen. Das hört sich nicht gut an. Rauchverbot. Besteuerung, Stadtplanung. Wir können allerhöchstens hier noch was bei der Stadtplanung vielleicht. Hightech-Wohnhäuser, das wäre das Einzige, was ich mir jetzt noch vorstellen könnte. Verwandelt Wohnhäuser in viel angesagtere Smart Homes, was den Bodenrichtwert um sie herum erhöht. Wir machen es einfach mal. Okay, wir haben jetzt 7000 die Woche. Mal gucken, was wir jetzt kriegen. Wahrscheinlich nichts. Das ist, glaube ich, auch das Erste, was das kriegt, ne? Okay, jetzt haben wir schon 1000 weniger. Ja, die anderen haben das noch alle gar nicht. ...5000? Alter, was... Ernsthaft? Das ist echt ein Stau, ne? Okay, wir haben noch 4.000, 5.000. Das ist ja noch... Also langsam... Könnten wir mal hier das Gebiet kaufen, damit wir hier die Bahn auch mal benutzen können. Und hier unten das Autobahnkreuz, dass wir das benutzen können. Weil es kann nicht sein, dass sie jetzt alle hier, die fahren jetzt alle hier hin, um dann hier wieder runterzufahren. Gut, wie war das? Wir können neues Gebiet kaufen, ne? Das hast du mir doch die ganze Zeit zugetextet, meine Süße. Dann kaufen wir das doch mal. Ja, dann gehen wir mal zurück. Und dann werden wir mal schauen. Wir wollten... Was wollten wir denn jetzt? Gibt's nicht hier... Autobahnkreuze. Das müsste man eigentlich... Schön, dass ich da jetzt gerade alles vollgebaut habe, ne? Herrlich, 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 herrlich. Das könnte man auch zur Not noch was runtersetzen. Das ist jetzt nicht so das Problem. Ich versuch's einfach. Auf gut Glück. Wir versuchen's. Und die Musik ist wieder ellenlaut. Oh, la, di, da. So. Ich bin lauter als... Als was denn? Als meine Abrissbirne, die man hier hört. So, gucken wir mal. Ort ist bereits belegt. Wovon denn, bitteschön? Komm. Dann mache ich das halt noch ein bisschen weiter weg. Wir machen das einfach alles ein bisschen nach unten hier. Ein klein wenig nach unten. Jetzt kommt hier die Autobahnlinie von unten nach oben. Von oben nach unten. Das hier wird abgerissen. Bahngleise gibt es momentan nicht. Hier gibt es kein... Ist ja nicht mein Problem, ne? Ich habe ja keine Bahn momentan. Also von daher kann mir das doch alles egal sein.
Es tut mir leid, aber das musste jetzt wirklich mal sein. Das geht sonst nicht anders. Es musste sein. Weil wir momentan sowieso keine Bilanleise haben, können wir das erstmal so machen. Gut, dann brauchen wir jetzt eine Strecke, die von hier nach da hoch geht. Eine, die von da nach hier runter geht. Dann machen wir eine von hier nach da runter. Und eine von hier nach da so rüber. So. Und hier oben werden wir jetzt runterbauen. Das heißt, der kleine Abschnitt und der kleine Abschnitt wird in den Boden reingerammt. So. Und wird seinen Anschluss hier oben kriegen. Und der wird seinen Anschluss hier kriegen. Na? Das finde ich jetzt aber ein bisschen nervtötend. Naja, geht leider nicht anders. So, hier müssen wir natürlich die Richtung wieder ändern, weil die ist natürlich total falsch, die Richtung. Das heißt, Rechtsklick mit der Maus und die Richtung ändern. Und hier oben das Teil, in der Mitte, das Verbindungsteil wird abgeschnibbelt. So, jetzt haben wir hier eine Autobahnauffahrt, die direkt nach da oben führt. Wir bräuchten jetzt allerdings noch was anderes. Wir bräuchten jetzt auch noch hier unten natürlich eine Auffahrt. Das wäre natürlich auch genial. Aber das werden wir in der nächsten Folge machen. Also, man sieht sich hoffentlich in der nächsten Folge. Und vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge dann. Tschüssi!